Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Blog, der Kanal rund um das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Ihr seht, ich bin heute hier auf dem Kranger Weihnachtszauber in Herne oder in Wanne-Eickel, wie die meisten von euch sagen. Ja, und es gibt wieder jede Menge Neuerungen hier dieses Jahr, die hier präsentiert werden. Und was das ist, das seht ihr in diesem neuen Video. Und ich würde sagen, wir legen einfach los und es ist Time for Fun. Hallo und herzlich willkommen zurück. Endlich wieder Kranger Weihnachtszauber. Neben mir steht Dominik. Hi Dominik, grüß dich. Morgen. Ja, und der eine oder andere kennt den Dominik von den Konga-Gewinnspielen. Erstmal vielen herzlichen Dank, Dominik, dass ihr mich dieses Jahr so unterstützt habt hier mit den Gewinnspielen. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Die Gewinner haben sich auch gefreut. Ich hoffe es. Und ja, weil das ist echt cool. Und wir stehen jetzt hier hinter der ersten Neuerung, die ihr dieses Jahr auf dem Kranger Weihnachtszauber habt. Ne? Genau, richtig. Wir stehen jetzt hier direkt vor der Eisbahn. 2 Jahre mussten wir verzichten. Dieses Jahr ist sie endlich wieder da. Vorne eine große Eisfläche, echtes Eis und hinten 4 Eisstockbahnen zum Eisstockschießen. Ja, stimmt, ihr habt Eisstockschießen. Ne? Genau, also, richtig. Ja, da kann man im Laufe der Reportage hoffen wir noch, dass wir da drauf können später. Wir sind gerade die Eisfläche am frisch machen. Kannst du fahren? Ich kann tatsächlich fahren, ja. Kannst du fahren? Nee. Ich musste tatsächlich letztes Jahr erstmal wieder mit dem Sohn nochmal drauf. Der Hintergrund ist, wir sind immer mit der Schule früher nach Eschweiler gefahren, auf einmal im Jahr Schlittschuhlaufen. Ja. Und damals als Kinder gelernt hier. Und deswegen kann ich noch ein bisschen Inlineskates fahren. Bist du Inlineskates schon mal gefahren? Nee, auch nicht. Auch nicht. Deswegen wird lustig. Dann wird es lustig. Da bin ich mal gespannt, wie die erste Runde für dich ist auf der Schlittschuhbahn. Ja. Ich glaube, was für den Zuschauer noch ganz interessant ist, wie funktioniert das mit dem Schlittschuh? Muss man seine eigenen Schlittschuhe mitbringen oder verleiht er die? Man kann seine eigenen Schlittschuhe mitbringen. Wir verleihen aber auch welche. Wir haben die in allen Größen da. Kann man sich hier einfach vor Ort ausleihen. Ja. Und wie ist das? Ist das zeitlich beschränkt mit der Fahrt oder man geht einfach auf die Bahn drauf? Man geht einfach auf die Bahn drauf, solange wie man Lust hat oder bis einem sehr kalt ist. Bis einem sehr kalt ist, ja. Ja, ich muss sagen, ist auch echt immer wieder ein Riesenspaß. Aber noch eine Frage habe ich, weil du eben meintest, du musstest 2 Jahre drauf verzichten. Was war da der Hintergrund? Genau, letztes Jahr war ja die große Energiekrise. Da haben wir von uns aus gesagt, okay, komm. Wir wollen da mal so ein bisschen mitmachen und wir verzichten auf unsere Eisbahn. Und davor im Jahr war ja leider Corona. Ja, stimmt. Und deswegen jetzt nach 2 Jahren wieder unsere Eisbahn. Eisbahn, ja. Und wie aufwendig ist das eigentlich, die Anlage zu betreiben? Es ist schon ein großer Aufwand. Also man muss sich vorstellen, unter der Eisfläche sind große Siloplanen. Ja. Über die gesamte Fläche, dann sind Styrodurplatten obendrauf. Und dann kommt nochmal die Siloplane. Dann wird ein riesen Teppich oben aufgerollt. Kann man sich vorstellen wie eine Fußbodenheizung, nur in kalt. Da läuft Glykol durch und das kühlt dann die Bahn runter. Und dann wird das Schicht für Schicht eingefroren. Also wir sind jetzt seit etwas über einer Woche am Einfrieren. Wahnsinn, also schon unglaublich. Ja. Ja, ich habe es gesehen tatsächlich. Ich war gestern im Phantasialand gewesen, ne? Da gab es auch eine Eisbahn und vor allen Dingen ist das eine Herausforderung, wenn es warm wird. Ne? Ja, genau. Sobald ihr warmes Wetter habt. Wobei, warm ist noch okay, viel schlimmer ist, wenn es anfängt zu regnen und dann warm wird. Ja, stimmt, dann hast du echt, dann wird es schwierig. Ne? Ja. Also ich bin mal gespannt, auf jeden Fall erste Runde Eisfläche. Ich bin dies Jahr noch nicht auf der Schlittschuhbahn gewesen. Deswegen, Dominik, glaube ich, wird es lustig für alle, die und auch einen Grund mit dran zu bleiben. Ja, Dominik, was gibt es sonst noch dieses Jahr Neues zu sehen? Wir haben unser Showprogramm nochmal extrem hochgefahren. Wir haben natürlich wieder die klassischen Sachen aus dem letzten Jahr. Den fliegenden Weihnachtsmann, der jeden Tag um 18 und um 20 Uhr fliegt. Wir haben die Elfenzaubershow aus dem letzten Jahr wieder mit dabei, die Feuershow wieder mit dabei, das Singalong auf der Bühne wieder mit dabei und in diesem Jahr neu Verrückte Weihnachten, eine Show für die ganze Familie, die wir selber geschrieben haben und da freuen wir uns schon sehr drauf, die unseren Gästen zu präsentieren. Zu präsentieren, ne? Ja. Genau. Ja, und ich habe gehört, ihr habt auch vom Gesamtkonzept noch ein bisschen geändert, ne? Ihr habt noch so ein paar spektakuläre Effekte mit dazu. Genau, richtig. Wir haben ja unseren großen Weihnachtsbaum, 45 Meter hoch und oben aus der Spitze lassen wir es ab 16.30 Uhr zu jeder Stunde schneien. Schneien, ja, genau. Ist eine mega Idee auf jeden Fall. Ne? Wir haben es die Tage schon getestet und durch die Höhe sieht das wirklich super aus. Wenn noch ein kleines bisschen Wind geht, dann fliegt der Schnee bis vorne zum Parkplatz. Echt Wahnsinn. Also
Das ist wirklich ein cooler Effekt. Und ja. Wie seid ihr drauf gekommen? Die Idee hatten wir schon länger. Wir wollten das schon vor 3 Jahren machen. Und haben dann aber 3 Jahre lang quasi erstmal getestet, wie ist das mit dem Schnee, wie ist das auf der Kleidung, nicht, dass das Flecken verursacht, was ist, ja, wenn die Kinder vielleicht doch mal denken, das ist echter Schnee und die Zunge rausstrecken. Haben dann mit den Herstellern Kontakt aufgenommen, haben uns da die Zertifikate geben lassen und in diesem Jahr haben wir die Schneemaschinen drin. Also quasi 3 Jahre Vorlauf. Vorlauf, ja. Und wie, musst du die jeden Tag befüllen oder wie läuft das ab? Genau, die muss ich alle 3 Tage befüllen. Da sind große Tanks drin. Heute muss ich tatsächlich auch noch einmal hoch, ja, die befüllen. Das kann, ist so kann mein, man da hochklettern? Oder? Ja. Ja? Ja. So, können wir das mal zusammen machen? Das, oder, können wir gleich mal machen, ja. Zeigen wir schon mal. Bestimmt super spannend, auch zu sehen, wie der Baum von innen aussieht. Ist da ein Treppenhaus drin? Oder wie muss man das verschiedene vorstellen? Leitern. Verschiedene Leitern? Ja. 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 Das ist spannend. Da bin ich mal gespannt, das ist, hier. Anders. Ja, ist immer interessant auch, dahinter den, ja, hinter die Kulissen dann zu gucken. Ne? Ja. Ja, du würdest sagen, machen wir tatsächlich mit dem Weihnachtsbaum weiter, weil da gibt es, glaube ich, auch noch eine spannende Frage, die ich vom letzten Jahr habe, Dominik, was auch für den Zuschauer ganz interessant ist. Können wir machen. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. Something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children sing. Hallo und herzlich willkommen zurück aus dem Mondlift von Zettel. Und neben mir sitzt Charles Zettel. Hi Charles. Hallo lieber René. Grüß dich. Ja, schön bei euch im Mondlift zu sein. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, und vor allen Dingen, habe ich schon oft in Reportagen erwähnt, das Lieblingsfahrgeschäft von meinem Vater tatsächlich ist der Enterprise. Und das ist ein Enterprise, ein absoluter, aus meiner Sicht, zeitloser Klassiker. Und Charles, wie seid ihr dazu gekommen? Also wir sind dazu gekommen, weil wir das Erstreben danach hatten, dass wir noch ein zweites Fahrgeschäft haben wollten. Wir haben noch ein anderes Fahrgeschäft, das rund um den Tegernsee, das steht auf dem Oktoberfest. So, und da ich jetzt auch bald in den Startlöchern bin und bald 18 werde und auch mit irgendwas reisen muss, also möchte, haben wir uns den Mondlift angelacht, weil der sehr selten ist. Wir haben sowieso, der Tegernsee ist auch was Einzigartiges, das gibt es auch nur einmal, also der in der Bauart. So, und genauso wie unser Lasertick und so, haben wir immer einzigartige Sachen. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja komm, aus dem Mondlift können wir nochmal richtig was rausholen. Den haben wir uns letztes Jahr nach dem Oktoberfest gekauft und in unserer Familie dazu geholt. Und haben jetzt halt ein paar Kleinigkeiten geändert. Zum Beispiel wie neues Licht. Wir haben Moving Heads gekauft. 10 Stück. Dann 2 neue Nebelmaschinen. Neue Scheinwerfer, wir haben jetzt neue Gondelbeleuchtung gemacht zum Beispiel, einfach was ein bisschen mehr ins Auge sticht und versuchen jetzt auch mehr auf den deutschen Kirmesplätzen in Deutschland, also überall unterwegs zu sein. Ne? Ja, der bietet sich ja förmlich an mit den Effekten, ne? Weil gerade dieses Hochfahren vom Geschäft, ne? Weil das ist ja eigentlich das Besondere, dass du keine Bügelverriegelung hast, ne? Das ist sehr. Sondern dass das Ganze mit der reinen Schwerkraft funktioniert. Und Charles, wie hoch fährt der eigentlich? Fährt der insgesamt? Der Mondlift fährt komplett auf 90 Grad hoch, also ja, komplett senkrecht. Ja. So, und das tut er auch nur, wenn er die bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat. So, der braucht eine Mindestdrehzahl, dass er nach oben fährt. Mhm. So, und das können wir dann halt auch manuell einstellen. Wir können auch auf der Hälfte stehen bleiben, wir können auch, wie wir wollen, auf 20 Grad stehen bleiben, das ist alles so. Kannst du manuell steuern, ne? Ja. Und was ist die Höchstgeschwindigkeit oder die maximale Umdrehungszahl, die da reichen? 16 Umdrehungen in die Minute schaffen wir. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also es gibt ja noch Fahrgeschäfte mit 24 Umdrehungen, aber ich muss sagen, das ist ein bisschen schlimm. Das ist heftig. Und das hier ist aber, ja, wenn du überlegst, auch wie heftig diese Fahrt, ne, die ist genial. Also ich muss sagen, die Mondlift-Fahrt oder generell die Enterprise-Fahrt
ist aus meiner Sicht zeitlos. Und mich erinnerte das eben, als ich damit gefahren bin, so ein bisschen damals wie ein Icarus oder Condor im Phantasialand, nur in der Nummer schneller. Weil das, die Gondeln sind ja so ein bisschen ähnlich, ne? Wie vom Icarus, vom Icarus damals war. Ne? Wäre übrigens auch ein mega Geschäft, wenn es wieder zurück auf die Kirmesplätze käme. Leider nur zu schwer. Leider, ja, ist auch ein super schweres Geschäft. Ne? Der Mittelbau von dem Geschäft war, glaube ich, auch. Ja, die Frage ist aber, die Frage, die ich mir immer stelle, kann er sich durchsetzen wegen der Höhe? Weißt du, so ein Phantom Tower ist 80 Meter, dann hast du 30 Meter Höhe. Ja, aber die Fahrt für die jungen Leute, wie, das ist ja im Prinzip bei Enterprise das Gleiche bei dem Mondlift. Die junge Generation, für die ist es ein neues Geschäft. Ja, das ist, auf jeden Fall. Das ist in NRW nicht unterwegs gewesen lange und es ist einfach ein neues Geschäft. Ähnlich wie jetzt Topspin sind ja jetzt auch einige wieder gekommen. Ne? Den kennt man auch aus dem Freizeitpark, aber auf den Kürbisplätzen waren lange keine Topspins mehr in NRW unterwegs gewesen. Ne? Und so habt ihr ein völlig neues Geschäft. Ja. Was macht denn für dich hier die Mondliftfahrt aus oder die Enterprise-Fahrt? Was ist für dich das Besondere? Also ich finde tatsächlich auch das Besondere, dass man nicht angeschnallt ist, dass man sich frei bewegen kann in der Gondel. Und wie soll ich das erklären? Ich finde, das ist ein besonderes Gefühl, dass man immer auf derselben Geschwindigkeit fährt. So am Breakdance kann man das halt einstellen, so mal schneller, mal langsamer. So hier diese Dauergeschwindigkeit und dann in diesen Looping fahren, das ist mega. Finde ich, das ist einfach ein freies Gefühl, das ist, und das geht auch ein bisschen im Körper rein, also ein Adrenalinschub. Schub dann, ja. Hey, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, und viele von euch haben gefragt, Mensch René, mach doch mal eine Backstage-Reportage vom Mondlift. Und ja, ihr könnt euch doch freuen, es wird demnächst eine geben auf jeden Fall hier vom Mondlift. Und da freue ich mich persönlich auch drauf, Charles. Und vielleicht bringe ich meinen Vater mal mit, als Enterprise-Fan. Kann er ja mal dann fahren. Kann er mal fahren. Ich bin mal gespannt. Ja, da wird jetzt auch schon 70 nächstes Jahr. Deswegen, aber ich glaube, der wird trotzdem tatsächlich nochmal Enterprise fahren. Wieso nicht? Und wenn man es gewöhnt ist. Ja, sollte man es auf jeden Fall mal machen. Also es ist echt super. Ja, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit bis zum, wie lange ist der kranke Weihnachtszauber? Bis zum 30. Dezember. Bis zum 30. Dezember Mondlift zu fahren hier auf dem kranken Weihnachtszauber. Genau. Vielen herzlichen Dank, Charles. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Machen wir immer wieder gerne. Ja, und sollen wir nicht mal zwei Kirmesfans die Möglichkeit geben, mal Mondlift zu fahren? Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, guck mal, wir haben hier zwei Tickets vom Mondlift von Zettel. Und das ist sogar, glaube ich, eine Limited Edition, ne? Genau, nur für nächstes Jahr. Ja, hier Limited Edition Mondlift, das Looping-Karussell. Genau. Und die Gewinnspielfrage, die ihr dafür beantworten müsst, ist, wann wurde der Mondlift gebaut? Ja, wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Einen Sendeschluss machen wir jetzt tatsächlich den 20.12. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, den Mondlift hier in Krange zu fahren. Ja, genau. Nochmal vielen herzlichen Dank, Charles. Immer wieder gerne. Ja, und dann sehen wir uns jetzt gleich nochmal auf dem Platz hier in Krange. Willkommen zurück. Neben mir steht Steffen. Hi Steffen, grüß dich. Ja, und ich habe dich letztes Jahr schon, glaube ich, einmal als Elf gesehen. Kann das sein? Ja, das ein oder andere Mal hat man mich wahrscheinlich hier als Elf gesehen. Genau, ich spiele hier nämlich den Weihnachtselfen Willi. Willi, den Weihnachtself, und den genau. Seht ihr hier hinten. Ja, so sieht's aus. Und dann, ich glaube, Trixi hieß deine Elfenfreundin. Trixi, genau, oder? Die wird gespielt von der Lina. Die ist natürlich auch schon hier. Die macht sich gerade fertig, ja, weil heute geht's ja los. Ja, heute ist kranker Weihnachtszauber. Und du bist jetzt nicht nur als Elf hier, sondern du bist verantwortlich für das Showprogramm hier auf dem kranken Genau, also ich sag mal, das meiste, was auf der Bühne stattfindet, wird von uns aus gerichtet. Das heißt, wir haben eine nagelneue Show, die heißt Verrückte Weihnachten. Da werde ich natürlich jetzt noch nicht zu viel verraten. Da gibt es auf jeden Fall einen Charakter, den
der den Leuten hier sehr bekannt sein sollte. Ich kann so viel verraten, er ist auf jeden Fall sehr grün. Sehr grün, ja. Genau, der wird drin sein. Dann gibt es tatsächlich noch eine Feuershow, es gibt die Elfenzaubershows. Ja. Und ja, es ist auf jeden Fall ein wirklich kunterbuntes Programm. Außerdem gibt es noch die Singalongs tatsächlich hier bei uns auf der Bühne. Die finden dann immer montags, dienstags statt. Ja. Was habt ihr da dies Jahr einfallen lassen? Ah, da werde ich jetzt selber noch nicht so viel verraten. Da wird Dominik gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen tatsächlich. Weil, ja. Ja, wie gesagt, die anderen Shows hier, gerade was so Elfen, Zaubershows etc. angeht, da bin ich halt komplett drin. Und da ist, glaube ich, Dominik noch ein bisschen mehr in der Expertise. Naja. Ja, und man kann dich aber auch generell in der Freizeitparkbranche wiederfinden, ne? Richtig. Wo bist du sonst noch aktiv? Also ich bin tatsächlich sehr aktiv im Fort von Abenteuerland. Da sieht man mich regelmäßig bei, ja, letztes Jahr war ich in der Western Show mit drin. Halloween bin ich immer mit dabei. Ja, und wenn halt solche sonstige Sonderevents sind wie Mexican Summer und so weiter. Ja, ja, ist wirklich spannend. Ja, ich würde sagen, Steffen, ja? Schnippst jetzt mal einen Finger. Und dann können die Leute dich als Elf wiedersehen, oder? Wir können es ausprobieren. Wir probieren es mal auf, pass auf. Seine Güte, was war das denn? Willi, wo ist Steven hin? Wer? Kenn ich nicht, keine Ahnung. Willi, der Weihnachtself, zu euren Diensten. Der war eben mal hier, deswegen... Echt? Ja, ja, aber Willi, du hast aber auch noch eine Freundin, oder? Eine Freundin nicht direkt, das ist meine Schwester, die habe ich mitgebracht, die Trixie. Die Trixie? Trixie! Ja, was ist denn los, Willi? Schau mal, wir sind im Internet. Hallo! Im Internet. Und ihr seht schon, Trixie und Willi machen eine fantastische Show und ihr könnt die mehrfach die Woche sehen, den Kranke. Wann kann euer Show bewundern? Ja, jeden Donnerstag und Samstag kann man uns hier besuchen, mit jeweils zwei unterschiedlichen Shows am Tag. Welche Uhrzeiten sind das? Es ist unterschiedlich, aber es steht tatsächlich auch bei uns auf der Website oder hier auch auf unseren Flyern. Deshalb es sind unterschiedliche Zeiten an den unterschiedlichen Tagen. Ja, und ich kann euch sagen, mein Sohnemann hat letztes Jahr richtig viel Spaß gehabt mit eurer Show. Und er freut sich, euch nämlich jetzt quasi hier mir vor der Kamera zu sehen. Und wir werden euch garantiert auch mal wieder hier bewundern, jetzt im Club, wie auf dem Kranger Weihnachtssauer, wenn ich wieder privat hier unterwegs bin. Ja, wir freuen uns. Dann trinken wir bestimmt einen heißen Kakao mit Sahne zusammen, nicht wahr? Oh, ja. Machen wir. Alles klar. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf dem Kranger Weihnachtssauer. Ja. Dankeschön. Dankeschön, ja. Und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Tschüss. Dominik, back on stage hier. War ja ein wahnsinniger Tag heute. Wir hatten euch eigentlich versprochen, dass wir hoch zum Weihnachtsbaum wollten. Aber wie das so ist am ersten Tag, als erstes kam die Feuerwehr, ne, die hatte Fragen gehabt hier. Dann im Anschluss kamen noch Fragen von der Bühne, von der Technik. Pressekonferenz von Holiday on Ice hatten wir heute noch. Ja, Pressekonferenz von Holiday on Ice, da könnt ihr euch auf ein extra Video freuen. Das einmal mit dem CEO. Von der Veranstaltung mit den Darstellern, super spannend und wir fahren auch tatsächlich dann zur Premiere am 19.01. Und das war auch eine Idee von euch, Dominik, oder? Genau, richtig. Anfang des Jahres entstand die Idee, dass wir mit Holiday on Ice eine Kooperation machen. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, was machen wir, und dann haben wir gesagt, okay, dann macht doch einfach eure Pressekonferenz hier bei uns auf dem Weihnachtszauber. Dass es natürlich der 23. wird, war für uns jetzt ein bisschen schwierig heute. Es war sehr, sehr stressig, es hat aber alles funktioniert. Ja, war super interessant und ich muss sagen, die haben sich echt was einfallen lassen. Es gibt hier ein Netz quasi mit Lichtern, was in der Halle gespannt wird, um auch nochmal so visuelle Effekte mit dazu zu bringen. Also ist wirklich eine super Sache. Ja, ich würde sagen, ich blende euch jetzt noch die Impressionen ein hier vom Kranger Weihnachtszauber und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Let's make a present for us.
zurück bei Küchenmeister Kaiser im Twisterstand. Und neben mir steht Maurice. Hi Maurice, grüße dich. Ja, schön bei euch zu sein. Danke. Und euer Twisterstand ist mir tatsächlich aufgefallen, ja, weil ihr anders als andere tatsächlich eure Twister aus echten Kartoffeln macht, beziehungsweise ihr bereitet sie auch selber zu. Weil oft sieht man auch einfach den Griff einmal in die Kiste rein, ins Fett rein, sondern ihr macht die Dinger, ihr macht die Twister selber. Ja, ne? Genau, wir machen die alle frisch und selber. Also jeden Morgen wird das frisch zubereitet bei uns. Wir haben natürlich alles über die Säcke Kartoffeln und da wird die morgens aufgespießt auf den Spießen, wie man sehen kann. Ja. Warte, ich kann das mal zeigen. Genau, wir können da gerade eine Kartoffel nehmen, wir sehen die aus, die werden dann draufgespießt von mir persönlich selber oder von Angestellten. Ja, das ist ganz simpel, ganz einfach. Ja, das ist unsere Taktik. Ne? Und wie werden die dann gedreht? Weil ich habe schon mal gesehen, Kollegen drehen die mit dem Akkuschrauber teilweise durch. Nee, da haben wir unser Handdreher, ne? Der ist, der wird mit der Hand betätigt. Dann tut man die Kartoffeln natürlich einführen und wir drehen dann jede Kartoffel, die hier aus dem Haus geht, mit der Hand. Ich blende euch das einfach mal ein, dann seht ihr genau, wie das funktioniert. Und genau, und dann kommt die sozusagen noch in so eine geheime Soße rein. Genau, oder? Das ist unsere Backmarinade, unsere spezielle, das ist unser Hauseigenprodukt, ne? Ja. Und da kommen wir die dann rein mariniert, kommt dann unsere Fritteuse. Wird schön knusprig gebacken für euch und nachdem sie dann gebacken ist, kommt sie dann raus und wird mit einem gewünschten Salz ihrer Wahl gewürzt und nach Wunschbedarf auch gerne mit einem Dip. Ja, Maurice, ich würde mal sagen, ich bin mal gespannt, wie eine schmeckt hier. Sollen wir mal eine zusammen zubereiten? Machen wir, gerne. Ja, so, wir haben hier unsere Dreher. Nehmen wir einfach unsere schöne Kartoffel. Die tun wir dann hier reinstecken und dann wird sie mit der Hand natürlich gedreht und gefertigt. Zack, super. So sieht das dann aus. Frisch gedreht, in schöne Scheibchen, gleichmäßige Scheibchen ist sehr wichtig, damit die Kartoffel auch richtig durch wird. Ne? Ja. Dann ziehen wir die Kartoffel runter. Da steckt viel Übung drin, das habe ich nicht von heute auf morgen gelernt. Ja. Damit unsere Kartoffel auch schön perfektionistenmäßig aussieht. Ne? Ja. Gut, dann kommt die in unsere Backmarinade. Unsere spezielle natürlich. Bisschen abtropfen lassen, nicht zu viel, ne? Ja. Damit er auch kalt geht. Dann wird sie eine Fritteuse und hier wird sie dann schön 3 bis 4 Minuten knusprig gebacken. So Maurice, das sieht ja schon mal ganz gut aus hier. Der sieht knusprig aus, so geht er immer bei uns raus. Goldbraun, knusprig. Wir sagen immer von außen knusprig, von innen weich, ne? Der ist auch goldgelb. So, genau. So, der René hat sich gerne Knoblauch gewünscht. Das machen wir dann auf einen Teil drauf. Ja genau, lass mal einen ohne. Und den anderen möchte er gerne die andere Hälfte so probieren. So René, einmal hier dein goldbrauner Twister. Ich hoffe, er schmeckt dir oben mit Knoblauch, wie du es gerne wolltest, von unten Natur. Ja, aber ich hoffe schon, sieht schon echt geil aus, guck mal. Vor allen Dingen goldgelb. Und ich sehe auch direkt schon den Unterschied jetzt zu den Kartoffeltwistern aus der Kiste und zu eurem. Hier ist direkt erstmal viel mehr dran. Und vor allem, ich probiere sie jetzt mal. Erstmal die Gewürzseite köstlich. Danke, danke. Immer schön gerade halten ist wichtig, weil wenn der Spieß kriegt, ist er immer nicht so toll. Dann geht der ab, oder? Ja, genau. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Kartoffelgratin. Wenn ich koche, dann total gerne Kartoffelgratin. Und schmeckt köstlich. Danke, danke. Maurice. Das freut uns. Danke, René. Vielen herzlichen Dank fürs Interview. Hat Spaß gemacht. Ja, ehrlich. Ja, und ich genieße jetzt hier noch meinen Kartoffeltwister am Twisterstand vom Kaiser. Und Küchenmeister. Und Küchenmeister. Ja. Besten Dank. Danke. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder hier auf dem Kranger Weihnachtszauber. 5, 4, 3, 2, 1. Und das Licht, es geht an, oder? Der Kranger Weihnachtszauber 2023 ist feierlich eröffnet. Oh, Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go,
laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Hallo und herzlich willkommen zurück an himmlisch süße Knödel von Virginia und Bayo. Ja. Hi, grüße euch. Hi. Ja, und bei euch ist mir was aufgefallen. Hi, Bayo, grüß dich. Grüß dich. Ihr bietet was ganz anderes an, was ich dieses Jahr noch nicht auf der Kirmes gesehen habe. Ja, das gibt's nirgendwo. Was habt ihr euch denn einfallen lassen? Es sind leckere, süße Fruchtknödel. Die sind gefüllt mit frischer Pflaumen, frische Erdbeeren, Nutella oder Kinderschokolade. Und oben drüber kannst du so leckere Soße, entweder Vanillesoße, rote Grütze, du kannst auch beides nehmen, schmeckt sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Oder Spekulatius-Creme. Oh, lecker. Oder Nutella-Soße. Echt? Wenn du noch ein paar Kekse oben drüber möchtest, Spekulatius-Kekse oder Oreo-Kekse. Oder Oreo-Kekse. Ja. Oreo ist ja wirklich so ein Trend gewesen, ne? Ja. Also nehmen echt viele, ja. Was hättest du denn gern? Ja, ich hätte jetzt gesagt etwas Weihnachtliches. Das mit Zimt, Pflaumen, mit Pflaumen, genau. Ja. Pflaumen, Zimt, Vanillesoße, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, die Knödel sind ja alle in Zimt und Zucker und Semmelbrösel gewälzt. Ah ja. Ne? Und dann kommt das Ganze oben drüber. Oben drauf? Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt. Willst du welche mit Pflaumen und Erdbeeren? Ich probiere mal mit Pflaumen, ja. Pflaumen? Es sind drei verschiedene. Es sind drei Knödel und du kannst drei unterschiedliche nehmen. Ich nehme mit Pflaumen. Okay. Ja, dann los. Ich bin tatsächlich esse ich keine Erdbeeren im Knödel, deswegen Pflaume esse ich sonst auch, wenn man hier weiß ja die Dampfnudel mit Pflaumen oder so schon mal. Richtig, ne? Die Germknödel meinst du jetzt, ne? Ja. Genau. Mhm. Ja, aber das ist was ganz anderes jetzt hier. Die sind ja gedämpft. Die sind gekocht. Ja. Ja, und das ist eine Spezialität, glaube ich, aus Österreich, oder? Ja, das ist richtig aus Österreich, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie das schmeckt hier. Vanillesoße würde ich sagen. Mit Vanillesoße, ja. Ein bisschen rote Grütze drüber. Nee. Echt nicht? Nee, das schmeckt sehr gut. Das sind so die, ich glaube das, aber meine Großeltern, die haben das auch mal total gerne gegessen. Aber ich bin ja wirklich klassisch hier. Pflaume, Zimtzucker, Vanille. So gut. Apfel wäre jetzt auch noch mein Ding gewesen. Okay. Ja, so ganz klassisch. Ja. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt erster Tag und wir sehen uns demnächst. Bin ich auch hier privat mal unterwegs, dann frage ich euch mal, was so am besten ankommt bei den Leuten hier. Gerne. So, dann. Ja, sieht köstlich aus, danke dir. Ein Gäbelchen. Und ein Gäbelchen, schaut mal, das ist eine Portion, die ist immer so, oder? Ja, sind immer drei Stück. Und jetzt bin ich mal gespannt. Einfach mal in die Mitte richtig durch. Durch. Genau. Sonst hast du jetzt nur. Köstlich. Schmeckt super. Schmeckt richtig gut. Ja, ich bin gerade überlegen, meine Großmutter, die hat so mit Hefeknödelchen. Ja, richtig, mal gesagt, richtig. Ja, ja. Die sind mit Quark gemacht. Hier ist der Teig mit Quark gemacht. Ja. Ja, schmeckt super. Also wirklich ein super Tipp. Ne? Und ich glaube, für den Zuschauer ist noch wichtig zu finden, wo man euch hier findet. Ja. Und zwar steht ihr direkt hier vorne steht die Riesentanne nämlich. Genau. Und direkt hier drüben ist dieser Knödelstand. Von Virginia. Virginia, vielen herzlichen Dank. Ich danke auch. Danke euch, hat super viel Spaß gemacht bei euch. Super. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit vor allen Dingen hier. Ja, gleichfalls. Und dann sehen wir uns kurz mal wieder. Vor allen Dingen wünsche ich dir Gottes Segen für dich und deine Familie. Danke dir. Ne? Alles klar, ja. Und wir ziehen mal weiter mit den Kranger Weihnachtszauber. Schönster Aufenthalt geht mal zu Ende, so auch für mich und Dominik.
auch ein kranker Weihnachtszauber, beziehungsweise eher für mich. Ich bin noch ein bisschen hier. Du musst hier die nächsten Wochen sozusagen überwintern. Leben. Leben, ja, du musst hier leben, ne? Und ja, die Eröffnung ist vorbei, war natürlich wieder super spannend, auch für mich mit dabei zu sein bei der Eröffnung. Ich glaube, es ist echt gut angekommen. Die Kranger, die sind ja sowieso Kirmesfans. Ja. Und auch noch verrückt jetzt nach Kranger Weihnachtszauber. Ja, Dominik, und wie lange kann man den Kranger Weihnachtszauber dieses Jahr besuchen? Der Kranger Weihnachtszauber geht in diesem Jahr auch wieder bis zum 30.12. 24., 25. haben wir geschlossen und Toten Sonntag öffnen wir um 18 Uhr. Ja. In der Woche öffnen wir immer um 14 Uhr und am Wochenende um 12 Uhr. Ja, 12 Uhr, ja. Und leider sind wir ja nicht den Baum. Ihr seht hier nochmal den großen Baum. Schande über mich. Wir sind ja nicht da oben geklettert. Aber weißt du was, Dominik, das bewahren wir uns fürs nächste Jahr auf, oder? Ja. Ja, ja, das Besondere ist nämlich, oben sind zwei Schaumpistolen, ne? Genau, zwei Schneemaschinen sind oben drin, ja, die ab 16.30 Uhr jede Stunde den ganzen Platz berieseln. Einmal den Platz berieseln. Ja, und ihr habt das eben schon bei der Eröffnung gesehen, sieht spektakulär aus, auch mit dem Weihnachtsmann, ne, der Traber, der da vorbei gefahren ist. Ich blende schon den Traber auch nochmal ein. Mit dem haben wir letztens ein Interview gemacht auf dem Kranger Weihnachtszauber. Also schaut doch mal vom letzten Jahr rein. Es war eine völlig andere Reportage. Da haben wir den Grinch interviewt, den Herrn Traber, ja, den Weihnachtsmann, der Sebastian, der hieß der Sebastian. Da war noch ein anderer Weihnachtsmann dabei. Ist er auch dieses Jahr dabei? Den Chris. Den Chris. Ja, der ist dieses Jahr auch wieder dabei. Der Chris, genau, der Chris, den könnt ihr dann kennenlernen. Also deswegen schaut doch mal rein, Video vom letzten Jahr. Ich würde sagen, ich packe das direkt hier zum Schluss mit dran. Also klickt da einfach gleich drauf, schaut euch die Reportage auch vom letzten Jahr an. Ja, und Dominik und ich haben schon mehrere Gewinnspiele dieses Jahr gemacht. Wir haben eben noch diskutiert, welche Gewinnspielfrage stellen wir denn euch. Wir haben gesagt, Konga machen wir diesmal nicht, weil wir auch, ich glaube, das weiß inzwischen jeder, wann Konga auf Tour war. Aber Dominik, wir haben gesagt, wir verlosen 6 Kranger Weihnachtszauber Dauerkarten. Genau. Guck mal, so sehen sie aus. Die sehen so aus. Und damit ihr auch was davon habt, haben wir gesagt, machen wir das Gewinnspiel bis zum 6. Dezember 2023. Dann könnt ihr auch noch den Kranger Weihnachtszauber fleißig besuchen. Ja, und die Gewinnspielfrage, Dominik, die wir uns diesmal überlegt haben, die ist ein bisschen anders. Und wer in der Reportage aufgepasst hat, da haben wir euch zwei Elfen vorgestellt. Und zwar war das und und wenn ihr wisst, wie die zwei Elfen heißt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Jetzt habe ich kurz Angst gehabt. Jetzt hast du ja, meinst du Spoiler oder was? Ja. Also der Elf war, der weibliche Teil war mit T, der erste Buchstabe, und der männliche mit W. Mit W. Also T und W oder W und T. Wenn ihr aber genau wisst, wie die beiden heißt, wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, und Dominik. Ich würde sagen, wir trinken mal was, oder? Ich würde sagen, genau. Wir stoßen jetzt noch gemeinsam hier an. Ja, du bist Fan vom weißen Glühwein, ja, sehe ich hier. Ja, ich bin hier vom Rot. Schaut mal hier, auch schöne. Passt zu meiner Jacke. Habt ihr schöne Tassen hier einfallen lassen. Ja. Prost, Dominik. Wie verbringst du Weihnachten dieses Jahr? Am 23. abends fahre ich nach Hause und dann ist erstmal 2 Tage Family Time. Ja. Bin ich bei der Familie, versuche mich mit Freunden zu treffen und einmal ganz runterfahren, nochmal Kraft sammeln für die letzte Woche. Ja. In den Endspurt. In den Endspurt, ne? Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder mit Konga, oder? Spätestens nächstes Jahr, ja. Ich bin mal gespannt. Dürfen wir schon den ersten Platz Konga? Die sind noch nicht ausgelost, ne? Oder nicht vergeben, sind die Plätze? Noch nicht ausgelost. Wir haben da so ein paar gute Plätze schon drin. Aber was genau ist, können wir noch nicht sagen. Nee, das macht auch kein Schausteller, ist mir aufgefallen. Nee. Weil nee. Muss nicht sein. Gut, alles klar. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und auch in Zukunft wieder einschaltet, wenn es heißt Giant Fun Vlog. Bleibt gesund, bis dahin, euer René. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.